Also, guten Tag. Also, ich heiße Mila, komme aus Frankfurt und Ende September das erste Mal hier im Dani. Als ich zu Hause war, ist mir irgendwie die Geschichte hier in den Kopf gekommen, weil ich so beeindruckt von dem Ganzen war, was ich hier gesehen habe. Und ich finde, es geht einfach nicht so weiter. Und ja, das war einfach sehr traurig. Und dann, genau, kam ich auf die Idee. Die Geschichte hier wird mich all diesen großartigen Menschen, die jeden Tag für den Erhalt des Dannys kämpfen. Wir liefen in den Wald, kletterten über umgefallene Bäume immer tiefer. Ich sah die Barrikaden. Ich hatte Angst, aber ich war auch stolz, dass ich hier war und natürlich auch aufgeregt. Hier war alles so anders als zu Hause in der Stadt. Ich, ein 13-jähriges Mädchen, hatte verstanden, was es bedeuten würde, die Autobahn zu bauen. Ich verstand die Erwachsenen nicht mehr. Auf einmal hellte sich der Wald wieder auf und der Vögel begann zu zwitschern. Irgendwie lag ein Hauch Magie in der Luft. Ich hatte das Gefühl, wir wären in die Vergangenheit gereist. Überall liefen barfußlaufende Menschen herum. Die meisten von ihnen waren vermummt, was mir am Anfang ein wenig komisch vorkam. Ich wusste nicht, warum sie das taten. Eine nette Frau erklärte es mir dann. Zwar waren wir im Corona-Jahr 2020, aber diese Masken hatten einen anderen Grund. Ich sah den Menschen in die Augen. In jedem Auge war Angst zu sehen, aber auch irrsinniges Selbstbewusstsein. Und der Ausdruck, wir schaffen das. So geht es wohl jedem, der einmal im Dannröder Forst war. Mein Wunsch zum Jahresende, Dani bleibt. Und an alle Menschen, die immer noch für den Bau der Autobahn sind. Ihr zerstört eure Gegenwart. Das ist schlimm. Aber noch viel schlimmer, ihr zerstört die Zukunft der Kinder. Bravo!